nervös möchte ich nicht sagen, aber außerordentlich gespannt auf dieses Match. Passt ganz genau vor die Linie. Das ist das Spiel. Das ist dieser Rückhand-Longline-Ball, den ich eben... Jens Wörmann, der andere Trainer des DTB, wird Anko Huber während der Hallensaison betreuen. Stoppball von der Grundlinie aus. Auch das eine Spezialität der Anko Huber. Setzt sie in letzter Zeit nicht allzu oft ein, ist wohl auch noch eine Frage des Selbstvertrauens. Klasse. Der Stopp eigentlich. Nee.
ist Anke Huber in der Rückhand. Zu den ersten vier Spielen schwächer geworden. Deshalb war sie einfach nur Fehler macht. Das zweite Break im ersten Satz. 5-2 für Martina Hingis. Nach dem 2:2 vier Spielgewinne für Martina Hingis. Was also wirklich eine tolle Leistung der Weltranglisten Ersten. Huber auch weiterhin attackieren. Auch wenn er damit Fehler unterlaufen. Oh, Aufschläge der Schweizerin. Vielleicht die einzige Schwäche, die sie hat. Genau ins Eck, aber das ist Kosmetik. Ja, das ist doch die Russin Anna Konikova, die sich das Match anschaut, die ja hier nicht antreten konnte. Plane der Anke Huber nicht deutlich verbessern. Zwei Breakchancen für Martina Hingis. Dass Huber gut einen Meter hinter der Grundlinie, Martina Hingis eher im Feld, dominiert diese Ballwechsel und Anke Huber scheint. Jetzt führt sie.
Das war's. Martina Hingis, sie holt sich hier 12 Spiele in Folge, nachdem sie mit 0:2 im ersten Satz zurückgelegen hatte. Und somit ist auch die letzte deutsche Teilnehmerin, der letzte Deutsche überhaupt aus dem US Open 99 ausgeschieden. Eine prima Vorstellung der Weltranglisten Ersten. Sie hat hier beeindruckt.